Wenn ich in Polizeigewahrsam sterbe, sollt ihr wissen, dass sie mich ermordet haben. Wenn ich in Polizeigewahrsam sterbe, kommt zum Gefängnis, schlagt Krach, protestiert, erzählt es meiner Mutter. Wenn ich in Polizeigewahrsam sterbe, lasst es die ganze Welt wissen. Ich wollte leben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal wieder eine Rezension geben. Und zwar von dem Buch Black Lives Matter von der Autorin, ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, Patrice Khan Kullos. Dieses E-Book wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von netgelly.de. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal dafür. Wie ich das Buch fand und was ich euch sonst noch so zu dem Thema zu sagen habe, das seht ihr in diesem Video. Ja, dieses Buch ist im Kiepenhauer und Witsch Verlag erschienen und wurde von einer der drei Mitbegründerinnen von Black Lives Matter, dem Hashtag und der Bewegung, geschrieben. Die Autorin schafft es sehr gut, ihren eigenen Lebensweg auf die Probleme von ganz Amerika zu beziehen und diese so ein bisschen zu verbinden. Ja, sie hat in ihrem Leben so einige Probleme. Einerseits natürlich die Diskriminierung, weil sie eine BPOC ist, also Black People of Color. Andererseits hat sie durch ihre Familie auch einige Probleme. Ihr Bruder Monte ist psychisch krank. Er hat eine schizoaffektive Störung, die aber erst im Gefängnis nachgewiesen worden ist. Und durch seine Anfälle ist er sehr oft von der Polizei verdächtigt worden. Und wurde deswegen auch öfter ins Gefängnis gesteckt, obwohl er eigentlich gar nicht wirklich was gemacht hat. Dann hat sie einerseits auch Probleme mit ihrem Vater, den sie erst sehr spät kennengelernt hat. Sie dachte eigentlich die ganze Zeit, ihr Stiefvater wäre ihr Vater. Dann ist es aber so gekommen, dass sie ihren echten Vater kennengelernt hat und der war sehr lange Zeit im Gefängnis. Er hatte ein großes Drogenproblem und daher ist auch dies ein wichtiger Teil ihrer Bewegung. Sie selbst ist queer, deswegen ist der Support von queer, transgender, homosexuellen ja auch sehr, sehr wichtig und fließt auch in diese Bewegung von Black Lives Matter mit ein. Sie kritisiert sehr viele Missstände in Amerika. Das bekannteste in der Bewegung ist die Diskriminierung von BPOCs in ganz Amerika. Auch vor allen Dingen Diskriminierung in Schulen, teilweise Kriminalisierung. Sie erzählt da wirklich einige unglaubliche Geschichten, dass Kinder Gefängnisstrafen bekommen, weil sie nicht zur Schule gehen, dass ihre Eltern hohe Summen bezahlen müssen, wenn sie mal die Hausaufgaben nicht gemacht haben oder Schule schwänzen, was bei weißen Kindern ganz normal ist und auch nicht kriminalisiert wird. Also da kriegt man vielleicht mal ein Tadel oder sowas, aber es wird jetzt nicht so ein Riesendrama daraus gemacht. Die BPOC-Kinder werden schon als Verdächtige eingestuft. Sie sind eigentlich noch Kinder und werden trotzdem so behandelt, als ob sie eigentlich potenzielle Verdächtige sind. Sie werden auch immer wieder kontrolliert, ob sie jetzt irgendwelche Schusswaffen oder Messer dabei haben. Es wird ihnen überhaupt nicht vertraut und sie kriegen schon gleich das Gefühl mit von einer bedrohlichen Atmosphäre. Das größte Thema ist natürlich auch die Polizeigewalt, für die ja die Black Lives Matter Bewegung bekannt geworden ist. Es werden immer wieder Killer-Cops kritisiert, die BPOC umgebracht haben, obwohl diese nicht bewaffnet gewesen sind und gar nichts oder nur eine sehr kleine Straftat begangen haben. Manchmal wurden sogar zum Teil Kinder, also Jugendliche getötet, obwohl sie überhaupt nichts gemacht haben, nur weil sie irgendwie bedrohlich aussahen, weil sie zum Beispiel abends mit einem Hoodie gekleidet unterwegs waren. Sie spricht auch vor allen Dingen die Intersektionalität an, also das bedeutet, das habe ich ja schon mal angemerkt, dass sie gleichzeitig BPOC und queer sind, aber auch allgemein BPOC und Frauen an sich. Das ist ja eine doppelte Diskriminierung, weil sie einerseits dafür diskriminiert werden, dass sie schwarz sind, andererseits dafür diskriminiert werden, dass sie Frauen sind. Und ihr ist das auch sehr aufgefallen, dass auch in der Black Lives Matter Bewegung
Frauen nicht so sehr honoriert werden. Auch sie selbst wurde immer so ein bisschen zurückgedrängt, obwohl sie eine der drei Mitbegründerinnen dieser Bewegung ist. Und es wurden immer wieder Männer in den Fokus gestellt. Dann wurden auch immer wieder in den Medien publiziert, dass BPOC Männer von Killer Cops getötet worden sind. Aber die Frauen, die sind da so ein bisschen untergegangen. Deswegen gibt es nochmal ein extra Kapitel dafür mit Say Her Name, was ich wirklich sehr, sehr gut fand. Das Buch ist sowas von divers geschrieben, dass wirklich alle Minderheiten angesprochen werden. Man sieht natürlich immer wieder, dass sie auch die Minderheiten anspricht, von denen sie selbst betroffen ist. Also zum Beispiel queer und Frau sein, davon ist sie ja selbst betroffen. Oder eben psychische Erkrankte, wo sie diese Erfahrung mit dem Bruder gemacht hat. Also wenn man sich wirklich mit dem Thema Intersektionalität befassen will und nicht nur mit dem Thema BPOC, dann ist dieses Buch wirklich genau richtig. Mein Problem bei den anderen Büchern, die ich bisher zu diesem Thema Black Lives Matter gelesen habe, war ja, dass es wirklich nur um diese eine Diskriminierungsform ging und andere Diskriminierung höchstens mal so erwähnt wurden, aber es wurde so ein bisschen dargestellt, als ob das die einzige Form oder eben die größte Form der Diskriminierung ist. Ich möchte dazu gar kein Urteil geben, weil ich das nicht einschätzen kann. Aber ich finde, wenn es um eine Diskriminierungsform geht, dann sollte man auch immer die anderen berücksichtigen. Und besonders, wenn es jetzt um solche Themen Transgender, psychiatrische Erkrankungen, queer geht, die sind ja eigentlich noch viel unpopulärer als die Antirassismusdebatte und deswegen auch sehr wichtig, meiner Meinung nach, anzusprechen. Und dieses Buch hat das einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Neben diesen ganzen politischen Themen erfahren wir aber auch wirklich sehr viel von der Autorin an sich. Also es ist auch so ein bisschen wie eine Biografie geschrieben. Natürlich gibt es immer wieder zwischendurch politische Anklänge. Also sie lässt immer wieder so Namen und Ereignisse reinfallen, so wie zum Beispiel BPOC, die von Killer Cops getötet worden sind. Ich möchte hier auch anmerken, dass ich es sehr gut finde, wie sie sich ausdrückt, dass sie die Dinge wirklich beim Namen nennt. Also dass sie zum Beispiel sagt Killer Cop, weil er tatsächlich jemanden ermordet hat und nicht einfach nur so sagt, der Polizist, der den und den erschossen hat. Also das kommt dann immer so ein bisschen wie ein Euphemismus rüber. Ein Euphemismus, wie zum Beispiel in der Tierindustrie ganz gerne verwendet wird, wenn gesagt wird, Tierprodukte, das ist gar nicht so gut tatsächlichen Grausamkeit rüberkommt, dass es so ein bisschen verschönt ist, das Wort, und das macht sie hier eben überhaupt nicht. Ja, wir erfahren hier sehr viel, wie gesagt, schon von ihrem Bruder, auch von ihrem Vater. Andererseits erfahren wir aber auch von ihren Liebesgeschichten, die für den nicht so vorgebildeten Menschen in diesem ganzen Queer-Bereich ein bisschen verwirrend sein kann. Also ich bin da auch noch nicht ganz so in der Materie drin. Aber das ist auch mein Kritikpunkt an diesem Buch. Und zwar ist es so, dass sie sehr viele Begriffe einwirft, die sie dann zwar vielleicht später mal erklärt, aber nicht das erste Mal, wenn sie es verwendet. Also wir müssen teilweise sehr lange warten, bis dieses Wort erklärt wird. Manche Wörter, sowas wie queer, wird gar nicht ausreichend erklärt, meiner Meinung nach. Und so muss man dann noch so ein bisschen weiter recherchieren. Und für denjenigen, der sich wirklich noch gar nicht mit diesen Themen Pride und Black Lives Matter auseinandergesetzt hat, ist es sehr schwierig, da so ein bisschen durchzublicken, vermute ich mal. So verwendet sie solche Begriffe zum Beispiel wie Cisgender. Cisgender bedeutet das Geschlecht, das man angeboren hat, entspricht dem Geschlecht, wie man sich fühlt. Dann verwendet sie auch solche Begriffe wie Stud, also das ist der Typ, den sie eigentlich gut findet. Also sie findet ja eigentlich Männer und Frauen gut, sie steht aber eher auf Frauen, die sich etwas männlicher geben, die aber jetzt nicht Transgender sind, also nicht Männer sein wollen, sondern die schon vom Geschlecht der Frauen sind, die aber so ein bisschen männlicher sind, so wie sie das jetzt beschrieben hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wie ihr seht, es ist etwas kompliziert, wenn man noch nicht in der Materie ist. Alles in allem kann ich einfach sagen, sie fühlt sich
mit ihrem Geschlecht nicht an dieses Geschlecht. Sie fühlt sich nicht an eine spezielle sexuelle Orientierung gebunden. Sie hat auch einen cisgender heterosexuellen Mann tatsächlich geheiratet. Später hat sie auch ein Kind mit einem cisgender. Dieser hat sie dann allerdings im Stich gelassen und sie zieht dieses Kind groß mit einer Frau. Dann ist es manchmal auch so, dass sie zu manchen Menschen eine Beziehung hat, zu Männern oder zu Frauen, und die erstmal sexuell ist, die sich dann aber zu einer Freundschaft entwickelt oder umgekehrt. Ihre ganze Liebesgeschichte lässt sich nicht in Schubladen stecken. Und ich denke, das ist das auch, was queer ausmacht. Also, sie berichtet hier auch von ihren eigenen Erfahrungen mit Polizisten und da hat sie echt so einiges erlebt, auch was ihr Bruder zum Beispiel, ihre Freunde so an Erfahrungen gemacht haben. Zum Teil wurden die Freunde ihres Bruders und ihr Bruder selbst schon mit 14 abgetastet, ohne Grund festgehalten, sogar schon ins Jugendgefängnis gesteckt und das komplett ohne rechtliche Grundlage. Eines Tages begeht die Polizei bei ihr sogar Hausfriedensbruch. Sie haben überhaupt gar keinen Durchsuchungsbefehl. Sie sind einfach ganz normal in ihrem Haus. In der Nähe ist ein Raubüberfall geschehen und dann brechen sie einfach in ihr Haus ein, obwohl sie schon gesagt hat, dass sie das gar nicht dürfen, und beschuldigen ihren Mann, dass er ja so ähnlich aussehe, wie der Täter beschrieben worden ist. Und deswegen wollen sie ihn festnehmen, aber die ganze Nachbarschaft stellt sich dann dagegen und dann trauen sie sich dann doch nicht, ihn festzunehmen. Sie hat auf jeden Fall einige krasse Erlebnisse durchgemacht und erzählt auch immer wieder von anderen, von Freunden, von ihrer sogenannten Wahlfamilie, die ihr sehr viel bedeutet, und auch von Dingen, die sie gelesen hat oder die sie von anderen gehört hat. Und es ist wirklich sehr, sehr erschreckend, diese Dinge zu lesen. Das ist aber auch gerade das richtig Schöne an diesem Buch, meiner Meinung nach, dass es zwar so erschreckend ist, alles zu lesen, diese ganzen Missstände. Patrice schafft es aber trotzdem, irgendwie uns Hoffnung zu geben und uns das Gefühl zu geben, dass eine Gruppe oder auch ein Einzelner wirklich etwas bewegen kann, so wie sie es uns vorgemacht hat. Also sie hat so viel Leid in ihrem Leben erfahren. Sie hat aber ihre Macht, die sie hatte, die ja wirklich nicht sehr viel war, weil sie eine arme Person war, keine bekannte Promi-Person oder so etwas in der Art. Sie hatte nur die Macht des Einzelnen und die Macht ihrer Freunde, ihrer Wahlfamilie, und hat diese genutzt, um politisch Druck zu machen. Und trotz sehr, sehr vieler Niederlagen, also es wurde ganz oft, wurden ihre Forderungen abgelehnt, wenn zum Beispiel ein Polizist verhaftet werden sollte, der einen BPOC umgebracht hat, dann wurde das zumeist abgelehnt. Und das hätte andere Leute so niedergeschlagen und sie prokrastinieren lassen, dass es doch überhaupt gar nichts bringt und vielleicht sogar in Selbstmord getrieben. Aber es hat sie einfach immer weiter angespornt und sie wollte sich für Minderheiten einsetzen. Sie hat sich immer vorgestellt, wie das jetzt wäre, zum Beispiel, dieser Junge wurde umgebracht. Er ist in dem Alter von meinem Bruder. Ich stelle mir vor, wie wäre es gewesen, wenn mein Bruder diese Person gewesen wäre. Oder wie wäre es gewesen, wenn mein Vater diese Person gewesen wäre. Oder wenn meine Freundin diese Person gewesen wäre. Oder ich selbst. Also sie schafft es immer wieder, den Bezug zu sich selbst zu finden, aber auch alles im Großen und Ganzen zu sehen. Also diese Verbindung zwischen den Einzelnen und der Gruppe herzustellen. Und das ist dieses absolut Geniale an ihr als Person und auch an der Bewegung Black Lives Matter. Bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich ja schon so einiges gepostet und gesehen auf Instagram zum Thema BPOC, Black Lives Matter. Ich habe diesen Hashtag auch selber sehr oft verwendet, für was ich auch schon sehr stark kritisiert worden bin. Also ich habe da schon einige sehr negative Nachrichten bekommen, was ich sehr, sehr schade finde und was mir auch so zeigt, dass auch in Deutschland der Rassismus noch sehr, sehr
stark verbreitet ist, viel mehr als wir es gedacht haben. Und zu diesem Thema habe ich schon sehr viel gepostet und auch gesehen. Aber das, was ich gesehen habe oder selbst gepostet habe, hat sich immer so auf dieses Antirassismus-Thema nur bezogen und sehr selten auf die ganzen anderen Themen, die sie angesprochen hat. Also queer und transgender kommt schon manchmal vor, das wird dann aber meistens extra, also zum Thema Pride angesprochen und gar nicht so sehr in Verbindung mit Black Lives Matter gebracht, obwohl es ja schon diese GIFs gibt, wo dann zum Beispiel steht Black Trans Life Matters, da wird es schon manchmal miteinander verbunden, aber meistens wird das tatsächlich so getrennt und das ist eigentlich so dieses Problem an der ganzen Sache, dass die verschiedenen Diskriminierungsformen immer getrennt werden, also zum Beispiel auch Xenophobie ist eine ganz andere Sache nochmal, die wird dann auch sehr selten angesprochen, was ich auch sehr schade finde, da es ja jetzt auch besonders mit Covid-19 ein sehr großes Thema ist, also dass Asiaten sehr stark diskriminiert werden durch die Corona-Pandemie, dass sie einfach nur als Virusverbreiter gesehen werden. Und ich finde es eben wichtig, dieses Prinzip dahinter zu sehen, diese Xenophobie, die Angst vor dem Fremden, dieses Ablehnen dessen, was man nicht kennt, das ist eben in diesen Diskriminierungsformen inhärent. Und dieses Buch Black Lives Matter hat eben sehr dazu beigetragen, dass all diese verschiedenen Formen, außer jetzt vielleicht Xenophobie, angesprochen werden. Und man würde das gar nicht so vermuten, dadurch, dass das Buch natürlich Black Lives Matter heißt. Und deswegen hatte ich das auch gar nicht erwartet. Ich war dann aber sehr positiv überrascht davon. Alles in allem kann ich dieses Buch nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Antirassismus, BPOC, Black Lives Matter, Queer, Pride, Transgender, psychiatrische Erkrankungen, Kriminalisierung von Drogenkonsum, all diese Themen werden hier angesprochen und jeder sollte dieses Buch lesen. Es ist wirklich ein weltbewegendes Buch, genauso wie eine weltbewegende Bewegung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Black Lives Matter.